Hallo, jetzt der Bastian von slowjuice.de. Heute kommen wir zu einem sehr beliebten Gemüsesaftrezept, dem Tomatensaft. Es ist eines der beliebtesten Gemüsesäfte der Deutschen. Und besonders beliebt ist es natürlich auch immer auf Flugreisen, der Tomatensaft. Es ist zwar nicht roh, sondern es ist pasteurisiert. Und das Merkwürdige ist, dass den Fluggästen der Tomatensaft halt im Flugzeug meistens besser schmeckt, als wenn man ihn halt nicht im Flugzeug genießen würde, also auf dem Boden genießen würde. Und es hat wohl angeblich was mit dem Druck zu tun, dass dann irgendwie der Geschmack sich verändert vom Tomatensaft, weil ja dann ein ganz anderer Druck oben in der Flugzeugkabine herrscht als unten auf dem Boden. Das nur kurz dazu. Wir benutzen hier den Angel Juicer wieder zum Entsaften, denn hier haben wir die meiste Saftausbeute, hier wird am wenigsten verschwendet und hier haben wir auch die beste Saftqualität. Ich zeige es euch mal kurz, ich habe jetzt hier für Tomatensaft das grobe Sieb benutzt. Nicht das feine Sieb, weil die Tomate ist wirklich extrem weich. Und damit das Sieb nicht so schnell zusetzt, habe ich jetzt einfach das Sieb mit den groben Öffnungen, mit den großen Öffnungen genommen. Vielleicht seht ihr das, wenn ich es hier in die Kamera halte. Das Sieb hat halt große Öffnungen. Mache ich mal den Schlauch hier, das Ganze. So. Ich habe 1 Kilogramm Tomaten jetzt hier klein geschnitten. Und wir wollen einfach mal schauen, wie viel wir jetzt aus dem Kilo Tomaten an Saft herausbekommen. Ich werde auch noch mal eine Nahaufnahme machen, damit ihr seht, wie das in dem Weizen nachher aussieht. Und ihr seht, ich habe immer noch das Sieb drunter gelegt, weil ich halt auch nicht unbedingt so viel Fruchtfleisch dann nachher im Saft haben möchte. Machen wir mal das Ganze an. Schauen wir den Saft mal an. Geht also ganz gut. Tomate wirkt sehr alkalisch auf den Körper. Also ein wunderbares Getränk, der Tomatensaft, um halt hier den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Es geht hier wirklich ganz gut mit dem Tomaten. Ich zeige das gleich nochmal. Tomate enthält neben Zitronensäure auch die Malinsäure und Oxalsäure in geringem Maße. Aber es ist alles nicht schädlich für den Körper. Es wirkt alles positiv basisch auf den Körper, solange es nicht erhitzt wird, solange ihr es nicht pasteurisiert, sind das alles gut, das ist alles positiv für den Körper. Tomate enthält neben Vitamin A auch B-Vitamine, es enthält Vitamin E, auch Vitamin C ist in der Tomate enthalten und Beta-Carotin natürlich auch. Und an Mineralien haben wir halt hier auch Eisen in der Tomate drin. Alle Früchte, die rot sind, haben viel Eisen drin. Das ist also auch wunderbar, denn das erhöht natürlich auch nachher die Sauerstoffzufuhr, weil ja das Hämoglobin ein Eisenmolekül im Atomkern hat und das Hämoglobin bindet halt den Sauerstoff und dient dann natürlich auch als Transportträger für den Sauerstoff, den wir benötigen für die Energieproduktion im Körper. Deswegen ist halt auch eisenhaltige Produkte sind deswegen halt auch wichtig, die sollte man halt auch dem Körper regelmäßig zuführen. So, jetzt seht ihr das Ganze, die Weizen sind frei. Jetzt mache ich eine Tomate rein. Und ihr seht, jetzt warte ich, bis die durch ist, geht relativ schnell und mache dann jetzt hier die nächste Tomate rein. Also die Tomate enthält Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Fluorid, auch Jod und Schwefel sind enthalten, Zink ist enthalten, Phosphor, Natrium und Chlorid. Das alles findet ihr in der Tomate. Das ist also eine wunderbare Frucht. Des Weiteren enthält die Tomate auch viele sekundäre und bioaktive Stoffe, also sekundäre Pflanzenstoffe. Da haben wir zum einen die Polyphenole, die Carotinoide und natürlich auch Vitamin C. Und das sind alles stark entzündungshemmende Pflanzenstoffe, die vor allen Dingen auch bei der Vorbeugung von Krebs eingesetzt werden kann, für Lebererkrankungen. Denn all diese Stoffe, diese sekundären Pflanzenstoffe, können halt freie Radikale eliminieren und diese freien Radikale sind ja gerade das Negative für den Körper, die entstehen bei der Oxidation und die müssen vom Körper halt eliminiert werden und das machen halt diese sekundären Pflanzenstoffe und so sinkt auch das Krebsrisiko und auch das Risiko an anderen Erkrankungen zu erkranken. So, dann können wir jetzt hier weitermachen. Eine Schale haben wir schon leer. Also wir waren stehen geblieben bei den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen. Also Tomaten enthalten also auch Carotinoide und da haben wir einmal das Lyzopin. Lyzopin verhindert Zellwucherung und auch entartet C
Zellwachstum. Also im Prinzip, dass die Ausbreitung, wenn jetzt zum Beispiel Krebs entstehen würde, man würde halt ja, viel sekundäre Pflanzenstoffe essen und unter anderem auch Lycopin, dann kann das natürlich auch da entgegenwirken und kann eine Besserung des Zustandes eventuell auch hervorrufen. Und deswegen hier auch Tomatensaft eine richtig gute Sache, weil es halt auch da ein bisschen entgegenwirkt. Des Weiteren werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen minimiert durch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe auch in der Tomate. Tomate wirkt natürlich auch, alles was rot ist, wirkt auch entzündungshemmend. Das ist also auch sehr gut gegen Arteriosklerosis, weil es einfach entzündungshemmende Eigenschaften hat, die Tomate. Des Weiteren verringert sich auch das Risiko an Prostatakrebs, an Gebärmutterhalskrebs, an Darmkrebs und an Brustkrebs zu erkranken, wenn man viel Tomatensaft, rohen Tomatensaft halt auch trinkt. Die Haut, die Haare, auch die Knochen werden hier verbessert, das Immunsystem wird gestärkt, auch die Zähne, ein wunderbarer UV-Schutz durch das Lycopin, denn Lycopin ist ein natürlicher UV-Schutz. Also wenn ihr in die Sonne geht, schmiert euch nicht mit irgendwelchen Sonnencremes ein, denn die sind gefährlich, die enthalten halt auch Aluminium und andere krankmachende Substanzen, die in die Haut einfach eindringen, haben vielleicht eine gewisse Schutzfunktion, weil sie einfach die UV-Strahlung reflektieren und so kann die nicht in den Körper eindringen, aber das, woraus sie bestehen, das ist nicht gut und das solltet ihr auch nicht auf eurer Haut schmieren. Trinkt lieber Tomatensaft, trinkt viel Gemüsesäfte, trinkt viel Obstsäfte, da ist alles drin, was ihr braucht. Ich zum Beispiel nutze gar keine Sonnencreme, ich kann mich in die Sonne eine halbe Stunde legen, habe keinen Sonnenbrand. Das heißt, mein Körper ist da auch relativ sauer schon. Wenn man sich relativ ungesund ernährt, das habe ich auch mal mitbekommen, wenn man sich also viel von gekochten Produkten ernährt, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, das ist aber schon ein paar Jahre alt auch her, dann habe ich auch relativ schnell Sonnenbrand bekommen. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall, weil der Körper auch durch Kochprodukte entstehen halt Molatmoleküle und die rufen dann natürlich auch negative Reaktionen im Körper hervor und es kommt zu Entzündungsprozessen im Körper und unter anderem ist ja auch ein Sonnenbrand ein Brand, eine Entzündung letztendlich, die auf der Haut entsteht. Und ihr könnt das ausprobieren, wenn ihr euch mal ein Jahr, zwei Jahre lang hochköstlich ernährt, dann habt ihr keinen Sonnenbrand mehr, dann könnt ihr auch wirklich ohne Sonnencreme in die Sonne gehen. Und ich mache das jetzt schon über Jahre, habe nie Sonnenbrand, also auch das ist nochmal ein kleiner Indiz dafür, dass gesunde Ernährung wirklich was bringt und in dem Fall jetzt hier auch der Tomatensaft. Und ja, dann wollen wir das Ganze hier nochmal überprüfen. Tomate senkt natürlich auch den Cholesterinspiegel, wenn er Tomatensaft trinkt und es fördert auch die Fettverbrennung. Tomate hat auch sehr wenig Kalorien, also auch ein wunderbarer Saft für eine Fastenkur, wenn man abnehmen möchte. Auch dieser Saft eignet sich dafür hervorragend. So, jetzt wollen wir das Ganze nochmal abmessen. Ich zeige euch mal den Tester. Also hier, wenn ich den mal teste, es ist doch sehr feucht noch, aber es ist normal. Das habe ich euch auch schon gezeigt bei der Birne und auch beim Pfirsich, alles was sehr weich ist. Da wird er halt nicht trocken, der Tester. Bei Stangensellerie zum Beispiel, bei hartem Apfel oder auch bei Karotte, bei rote Beete, da ist das alles sehr trocken, auch bei Weintrauben, alles sehr trocken. Aber hier bei sehr weichen Sachen ist auch der Tester noch relativ feucht. Wenn wir aus einem Kilo Tomaten gewonnen haben, gucken wir mal. Also ich halte es mal in die Kamera, wir haben hier 800 Milliliter. Also wenn ihr es seht, 780, 750 Milliliter haben wir, also 75% bis 80% Saftausbeute bei einem Kilogramm Tomaten. Ist also auch eine sehr gute Ausbeute hier bei dem Tomatensaft. Ja, das soll es gewesen sein zum Tomatensaft. Ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal für noch mehr Infos, für noch mehr Rezepte zum Thema gesunde Ernährung. Fokus auf Rohkost, vegan, zum Thema Fasten, Saftfasten oder auch andere Fastenformen oder auch zum Thema alternative Heilmethoden. Wem das alles interessiert, der sollte den Kanal abonnieren. Und dann bedanke ich mich bei euch, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Alles gut und bis bald, sagt euch euer Bastian von slowjuice.de.